Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Everything, everything, everything I touch will break. And every day, every day you give and I take. I'm living the best night I can. Ihr dürft uns abonnieren. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Willkommen zu einem Haul. Wie immer. Januar und Februar sind immer so total die Haul-Monate, weil ja, es gibt Prozente und man hat Kauflaune, warum auch immer. Und so war es auch bei uns. Ich habe für mich und Emil ein bisschen was geshoppt. Und zwar im Taco und im Chibo. Im Chibo Prozente bei uns in Lübeck. Und ja, wie immer wollte ich es euch gerne zeigen. Von den Chibo-Sachen weiß ich gar nicht mehr so genau die Preise. Aber sie lagen alle um die 10 Euro. Und da habe ich mir zum einen diesen Pullover mitgenommen. Also wir fangen den gleich mal an. Ich habe mir diesen Pullover mitgenommen. Der hat so, ja, so ein, das sah jetzt glaube ich gerade ganz schön doof aus. Egal. Ja, der ist hier so ein bisschen höher. Also er hat so Applikationen sind das ja nicht, oder? Naja, auf jeden Fall fand ich ihn nett. Er ist ganz schlicht und ja, ist meins. Stand mir gut. Dann habe ich mir ein ganz schlichtes Long-Sweatshirt mitgenommen. In grau-lila gestreift. Was ich ganz süß finde, ist, dass es an den Seiten so gerafft ist. Relativ zeitlos von der, ob es ein Frühling oder Herbst oder Winter ist. Und dann habe ich eine Bluse mitgenommen. Trage ich ganz gerne. Die hatte ich jetzt gestern schon an, deswegen sieht die jetzt schon so verkrubbelt aus. Die ist so ganz einfach in lila und rosa Tönen. Ja, die ist ganz schön. Die mag ich gerne. Die trage ich momentan ganz gerne mal mit einer weißen Jeans, die ich mir gekauft hatte. Die hatte ich euch auch in einem Haul, in meinem großen XXL-Haul gezeigt, wo wir in Lübeck waren. Dann kommen wir zu den Sachen, die wir im Taco geshoppt haben. Und da war die Aktion auf bereits reduziertes nochmal 30%. Und da habe ich für den Emil eine gefütterte Jeans mitgenommen. Die kam regulär mal... Ja, das ist eine gute Frage, das ist nämlich übergeklebt. Regulär mal 15,99 Euro, war dann auf 9,99 Euro runtergesetzt, sprich 3 Euro nochmal runter, kamen sie 7 Euro. Und die ist jetzt einfach perfekt, damit da nicht immer, wenn wir irgendwie mal wohin fahren, wo eine Skihose eigentlich, so wie wenn wir ins Louvre fahren, also nach Lübeck, ist es einfacher, so eine gefütterte Jeans anzuhaben, als diese olle dicke Schneehose die ganze Zeit. Denn ist Emil momentan ja der größte Dinosaurier-Fan, den es gibt. Und es gab ein paar Dino-Pullis, wo wir zwei Stück mitgenommen haben. Zum einen diesen. Ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Hier sind drei Dinos. Emil könnt euch jetzt auch sofort sagen, was für Dinos das sind. Das kann ich nicht. Der kam mal 7,99 Euro, war auf 5,99 Euro. Sprich, es sind 1,80 Euro runtergegangen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Apfel gegessen und irgendwie hängt mir da noch was... Egal, also 1,80 Euro sind nochmal abgegangen, dann sind wir bei 4,20 Euro für den Pulli. Ja, 4,20 Euro. Dann kam ein weiterer Dino-Pulli mit und er ist recht groß. Den hat die Oma ausgesucht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 128, ja, aber ist Emils Größe. Er braucht sie zwar nicht in der Breite, aber in der Länge. Der kam ebenfalls, ach nee, der kam nur 4,99 Euro, 1,50 Euro ab, also 3,50 Euro noch. Gleich fällt alles runter. Kommen wir zu den letzten Teilen. Dann hatte ich mich einfach in diesen Pulli verliebt. Ich mag ja so Stricksachen an Emil sehr gerne. Der kam noch 6,99 statt 12,99 Euro. 2,10 Euro ab, dann sind das noch 4,90 Euro. Und ja, ich finde gerade mit Mütze und so, ich mag das mal sehr gern.
Deswegen kam auch dieser Pulli mit. Der kam noch 9,99 wieder 3 Euro ab, aber der ist einfach total schön und in mir steht sowas sehr gut. Und der ist schick, aber auch irgendwie lässig. Ist total mein Stil an Emil. Und er fand es auch okay, weil er entscheidet mittlerweile ja auch mit. Und dann kam noch ein Oberteil für mich mit. Und zwar für 15 statt 20. Den ging nochmal 4,50 Euro ab. Also kam der noch gute 10 Euro. Und der sieht so aus. Und im Grunde genauso ein Pulli wie für Emil. Nur nicht in Strick, sondern in Sweatshirt. Und ja, jetzt habe ich endlich mein Haul für euch gedreht und kann endlich das meiste der Klamotten tragen. Aber ich wollte sie euch natürlich wieder zeigen. Mich freut es immer, wenn euch meine Hauls gefallen. Daher werden sie auch weiterhin immer fleißig von mir aufgenommen für euch. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr sie auch weiterhin sehen wollt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Daniela, sprich langsam. Also, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was für Hauls ihr vielleicht mal sehen wollt. Ob mal ein ganz anderer Haul kommen soll, als was ich sonst immer so zeige. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wo ihr mir folgen könnt, seht ihr in der Infobox. Ihr könnt mir jetzt auch bei Snapchat folgen. Da bin ich jetzt auch aktiv. Und ja, ansonsten sage ich bis bald, ihr Lieben. Und tschüss!